Salut, bienvenue, mes amis. In meinem Video Public Domain versus Urheberrecht, das muss man beachten, habe ich ja schon letztens verlauten lassen, dass ich auf meinem Filmchannel Kultfilmwelt eine neue Reihe ins Leben rufen werde, die sich mit Public Domain Filmen befassen wird. Wer gerne mehr zu diesem Thema erfahren möchte und die Zusammenhänge verstehen will, kann sehr gerne auf die rechte obere Ecke dieses Videos klicken, denn dort spreche ich darüber sehr ausführlich. Alle anderen, die dieses Video bereits geschaut haben, wissen, was in diesem Zusammenhang beachtet werden muss und daher ebenso, dass, wenn man alle Faktoren berücksichtigt, Kultfilmwelt hier derzeit Public Domain Filme bis einschließlich 1926 frei zugänglich präsentieren darf. Wir gehen also heute weit zurück in die Kinogeschichte, und zwar in die Zeit der Stummfilmära. Und nachdem ich den heutigen Film zuvor kurz erläutert habe, könnt ihr diesen hier gleich anschließend in diesem Video in voller Länge anschauen. Der heutige Film stammt aus dem Jahre 1904 und trägt den Titel The European Rescue, was übersetzt die europäische Erholungskur bedeutet und wurde in den USA produziert. Erzählt wird darin die Geschichte eines Mannes, der etwas von der Welt sehen und verschiedene Kulturen kennenlernen möchte. Natürlich auch mit dem Ziel, sich zu erholen. Er geht dann also zu Beginn des Films an Bord eines Schiffes, denn zu Anfang des 20. Jahrhunderts war dies ja das Reisemittel schlechthin und schon da muss ich sagen, dass die Qualität des Films echt gut ist. Okay, man wird ihn mittlerweile gewiss auch irgendwie restauriert haben und ja, es sind auch so weiße, ich nenne es mal Knisterflecken am Start, aber wenn man jetzt mal das Alter dieses Films bedenkt, eben 1904 und wir haben jetzt 2022. Also Leute, das sind immerhin 118 Jahre, die der Film mittlerweile auf dem Buckel hat. Dafür also eine echt gute Qualität. Kann man nicht anders sagen. Toll ist dabei auch die Ausleuchtung. Auch wenn es manchmal ein wenig Schatten und so wirft, aber ansonsten kann man echt nicht meckern. Die Abfahrt an sich ist dann auch sehr schön in Szene gesetzt worden. Man sieht dann halt das Schiff, die ganzen Leute, die den Abreisenden zuwinken, ein paar Schiffsarbeiter. Letztlich allerdings ist es mir ein wenig zu lang gehalten. Allerdings muss man natürlich auch bedenken, dass zu Beginn des Kinozeitalters noch nicht die heutigen Spielfilmlängen üblich waren. Es stand halt alles noch am Anfang und dennoch wollte man dem Kinopublikum etwas bieten. Zunächst geht's dann natürlich erstmal durch Amerika. Und da muss ich schon sagen, dass das von der Kamera toll eingefangen wurde. Wie ich recherchiert habe, soll man sich bei diesem anfänglichen Panoramablick auf dem Hudson befinden, wobei die Kamera dann wohl Lower Manhattan gefilmt haben soll, welche der südlichste Teil der Insel Manhattan in New York ist. Eine Szene kurz darauf habe ich zwar nicht ganz verstanden, warum sie überhaupt gefilmt wurde, und zwar jene, in welche ein Mann eine Leiter hinuntersteigt, um in ein Boot zu gelangen. Aber nun gut. Die eigentliche Geschichte der Europareise beginnt im Grunde auch erst jetzt so richtig. Und zwar gerät unser Hauptreisende in einen Sturm und wird seekrank. Man hat dann filmisch freilich versucht, den Seegang nachzustellen, aber da darf man natürlich für die damalige Zeit nicht zu viel erwarten. Das ist ganz klar. Es schaut halt sehr ruckelig aus und auch irgendwie starr aus dem Handgelenk heraus gefilmt, obwohl die Art und Weise schon darum bemüht war, so realistisch wie möglich zu wirken. Doch durch die Art und Weise, wie sich unser Hauptprotagonist in diesem Moment verhält, wird spätestens jetzt ersichtlich, dass es sich doch eher um eine komödiantische Parodie handelt, als um einen ernsten Spielfilm. Es führt ihn dann über Irland hin zu Orten wie Paris, den Alpen, Italien, nach Ägypten und Deutschland, bis er dann endlich wieder irgendwann und irgendwie in seiner Heimatstadt ankommt. Ich sage irgendwie, da die Rückreise keine Beachtung findet. Doch man darf währenddessen echt nicht zu viel erwarten. Soll heißen, egal wo es unseren Reisenden auch hin verschlägt. Es wurde darauf verzichtet, an Originalschauplätzen zu filmen. Stattdessen werden einem unter anderem gemalte Bühnenbilder präsentiert, die von einer Schultheater AG stammen könnten. Dafür hingegen hat man versucht, jeweilige Stereotypen europäischer Nationalitäten aufzuzeigen, was natürlich nur karikaturistisch zu verstehen ist. Und am Ende des Ganzen kommt unser Herumgereister völlig geschafft nach Hause. Eben nach dem Motto, boah, jetzt brauche ich erstmal Urlaub. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Film in voller Länge. Salut, aventur, mes amis, eure Kulle.